Ich bin überrascht, dass tatsächlich so voll geworden ist. Im letzten Vortrag war es noch eher übersichtlich. Für diejenigen, die im letzten Vortrag schon da waren, die werden das Folienlayout erkennen, weil mein Vorgänger auch bei ATX arbeitet, genauso wie der nachfolgende Vortrag. Aber dementsprechend möchte ich mich trotzdem kurz vorstellen. Ich bin Jonas Trüstedt, ich arbeite bei der ATX AG als Consultant. Wir machen im Endeffekt alles, was Automatisierung vom Rechenzentrum angeht. Das heißt, wir kümmern uns um Configuration Management, wir kümmern uns um Lifecycle Management, wir bauen Containerinfrastrukturen auf, wenn man die selber betreiben möchte und nicht in der Cloud ist. Und wir haben unser eigenes Tool, das Ocarino, was im Endeffekt auf Formen-Catello basiert, wo wir aber im Gegensatz zu Red Hat Satellite, was auf dem gleichen basiert, auch Unterstützung für SUSE und für Debian und Ubuntu anbieten. Und zu diesen Geschäftsbereichen bieten wir sowohl Consulting, wir haben eine Engineering-Abteilung, die erstens an dem Open-Source-Projekt fleißig mitentwickelt und auch auf Wunsch für Kunden eigene Plugins entwickelt, sowie einen Support und bieten natürlich zu verschiedenen Themen Trainings an. Bei den Trainings haben wir Puppet-Trainings, Ansible-Trainings und Ocarino-Trainings momentan. Und Puppet und Ansible sind ja heute auch wieder Themen, nachdem es dabei um Configuration Management geht. Nachdem Configuration Management nicht im Titel von meinem Vortrag stand, gehe ich davon aus, dass eigentlich jeder hier irgendwie schon mal gehört hat, was Puppet, Ansible oder SaltStack ist und dementsprechend weiß, was es zu tun hat. Aber ich werde es trotzdem noch kurz erklären. Configuration Management hat als Ziel, Infrastructure as Code abzubilden und das Ganze zu automatisieren. Das heißt, man möchte seine Server möglichst einheitlich verwalten können von einer zentralen Sammelstelle. Man hat irgendwo eine zentrale Sammelstelle, wo der Code ist, was diese Automatisierung umsetzt. Und man hat eine Stelle, wo diese ganzen Parameter dann gespeichert werden, um daraus die fertige Konfiguration zu erzeugen, die dann auf irgendeinen Weg, das ist abhängig vom Tool, auf einen Host oder auf alle Hosts verteilt wird. Das heißt, der Host konfiguriert sich selber, ohne dass ich mich auf den verbinden muss per SSH, das alles manuell machen muss. Das heißt, das ist eine Erleichterung für den klassischen Systemadmin, der keine Lust hat, für jeden Server, den er ausstatten muss, erstmal eine SSH-Session aufzumachen, alles zu konfigurieren und dann zu hoffen, dass er nichts falsch gemacht hat oder alles mit Bash-Skripten zu lösen. Der andere Vorteil ist, dass man natürlich solche Änderungen an so einem System oder einer Infrastruktur automatisch auch ausrollen kann. Und dabei kann man diese Änderung nicht nur an einen Host, sondern an alle oder bestimmte Hostgruppen, je nachdem, wie man dieses ganze Konstrukt aufbaut, ausrollen. In dem Configuration Management spielen im Prinzip ein paar Punkte eine wichtige Rolle. Das heißt, bei diesen drei Tools ist es sehr wichtig, dass das Ganze idempotent ist. Das heißt, das, was ich später als Code habe, kann ich einmal ausführen, das kann ich zweimal ausführen, das kann ich dreimal ausführen. Tatsächlich werden nur die Sachen angewendet, die sich tatsächlich ändern. Das heißt, wenn ich jetzt eine Konfiguration ausrolle, die Konfiguration ist da, dann muss ich diese Datei schon mal nicht anlegen. Wenn die Konfiguration auch den gleichen Inhalt hat, muss ich überhaupt nichts tun, dann überspringt das Programm das Ganze. Wenn ich aber jetzt eine Zeile geändert habe, weil ich möchte jetzt bei meiner SSH-Config Permit Root Login zulassen, dann wird nur diese eine Zeile geändert und der Rest bleibt gleich. Dadurch kann man solche Tools mehrfach ausführen, ohne irgendwie die Angst haben zu müssen, dass es jetzt irgendwas verkonfiguriert. Zumindest, wenn man seine Module gut geschrieben hat. Das andere Ziel ist es, am Ende den Code in irgendeiner Form auch als Dokumentation zu haben. Das heißt, alle diese Tools haben das Ziel, dass die Module dieser Code lesbar sein sollen. Derjenige, der das Ganze bedienen muss oder unter Umständen sogar selber schreiben muss, muss kein Programmierer und Entwickler sein, sondern es ist in irgendeiner Form verständlich. Wie das Ganze tatsächlich der Fall ist, sehen wir nachher an ein paar Beispielen. Und das andere, was wichtig ist, man möchte den Code und diese Parameter üblicherweise trennen. Das heißt, man hat einen Code, der mehrfach verwendbar ist. Im Idealfall ist das was, was man der Community als Open-Source-Geschichte zur Verfügung stellen kann. Zum Beispiel, wenn ich ein Modul geschrieben habe, um SSH, NTP, Userrechte, ein Apache zu konfigurieren, kann ich den mit einer Ausstattung von Default-Werten und der Funktion
was alles sozusagen zur Verfügung stellt zum Konfigurieren. Den anderen Leuten zur Verfügung stellen, was sie dann tatsächlich damit konfigurieren, das setzen sie erst in ihren Parametern fest und die sind quasi losgelöst von diesem Code. In dem Vortrag geht es jetzt um drei Tools. Das sind nicht alle Config-Management-Tools, es gibt noch einige andere. Das sind aber genau die drei, mit denen wir uns bei Artix häufig beschäftigen. Ich erkläre auch gleich, warum die gewählt sind. Es gibt Ansible, es gibt Puppet, es gibt SaltStack. Im Endeffekt sind die großen Platzhirsche Puppet und Ansible. Es gibt aber zum Beispiel noch andere Geschichten. Chef, CF Engine, Opsy sind hier jetzt nicht berücksichtigt. Puppet war lange der Platzhirsch, ist auch, wenn man jetzt das Release anschaut, das älteste von den ganzen. Ansible ist relativ neu und wurde von Red Hat aufgekauft und dementsprechend massiv gepusht. Und dementsprechend sind die beiden die Sachen, die momentan überall eigentlich bekannt sind. SaltStack ist weniger bekannt, ist in der ganzen Liste nur deswegen drin, weil es so ein bisschen das Tool der Wahl von SUSE ist. Und nachdem wir generell Enterprise-Linux-Distributionen unterstützen und die klassischen Linux-Server-Distributionen eben Ubuntu, Debian, RHEL, SLES sind, ist das im Prinzip mit dabei. Jetzt kommen wir zum schwierigsten Teil von dem Talk, nämlich die Namen, die diese Tools verwenden. Die sind nämlich überall unterschiedlich und zum Teil verwirrenderweise an unterschiedlichen Stellen. Das heißt, wie man hier auf den ersten Blick sieht, das sind immer ungefähr die entsprechenden Counterparts aus den Tools. Aber wie wir sehen, gibt es bei Ansible und Salt Modules, die auch ungefähr auf dem gleichen Level stehen. Die heißen aber bei Puppet Resources und Modules sind was ganz anderes. Deswegen würde ich jetzt einmal kurz durchgehen, was die einzelnen Zeilen zu bedeuten haben und danach werde ich die einzelnen Tools vorstellen. Tatsächlich entsprechen die Sachen nicht immer eins zu eins dem Ganzen, weil die Konstrukte unterschiedlich sind. Das heißt, an ein paar Stellen sind das nicht so zu 100% die entgegengesetzten Sachen, aber so ganz grob vom Sinn sollte das passen. Das heißt, auf der kleinsten Ebene fangen wir an mit Facts oder bei Salt heißt das Ganze Grains. Salt hat am Anfang versucht, alles Mögliche irgendwie mit Salz in Verbindung zu bringen. Das heißt, das Kleinste sind die Salzkörner. Facts sind typischerweise Größen, die vom Betriebssystem schon mal vordefiniert sind. Oder man kann sich eigene definieren, die werden ausgelesen, wenn ein solcher Run läuft. Das ist immer das, was als erstes ausgelesen wird, weil man darüber hostspezifische Werte oder Eigenschaften direkt in seinen Modulen verwenden kann. Das heißt, ein typischer Fact ist, was es für ein Operating System ist, was ist das Major Release von diesem Operating System, welche Operating System Familie ist das, was ist die IP-Adresse von ETH0. Das sind alles Sachen, die kann man über diese Facts auslesen und direkt in seinem Code später verwenden, wenn man solche Sachen aufrufen möchte. Das heißt, man muss sich dafür keine Schleifen bauen, die das erst irgendwie auslesen, sondern die grundlegenden Sachen sind schon vorhanden oder man kann eigene noch hinzufügen. Dann gibt es die Modules, beziehungsweise bei Puppet sind es die Resources. Das sind im Endeffekt die Bausteine, aus denen man später aufbauen kann. Das heißt, das sind die Sachen, die tatsächlich noch in Code geschrieben sind, also in dem klassischen Programmiercode. Das heißt, bei Salt und Ansible sind das Sachen, die in Python geschrieben sind. Bei Puppet ist das Ganze in Ruby geschrieben. Das ist das, was der normale User, der kein Programmierer ist, eigentlich nicht anfassen will, sondern am Ende nur noch benutzen möchte. Und dafür gibt es normalerweise eine sehr gute Dokumentation. Dann gibt es das, was bei Ansible Tasks, bei Salt States und bei Puppet Manifest sind. Das ist nicht ganz so direkt gleichzusetzen. Tasks ist bei Ansible im Endeffekt der Aufruf von so einem Module mit entsprechenden Parametern. Bei States ist das Gleiche, bei Manifests ist es im Endeffekt schon eine ganze Datei, die mehrere solche Aufrufe macht. Das gibt es bei Ansible auch, das wird dann bei Ansible, ist das so ein Zwischending zwischen Tasks und Roles, was dem Manifest entspricht. Eine Role ist aber im Endeffekt schon wieder eigentlich mehr, weil das Ganze aus mehreren, aus vielen Tasks und die auch schon wieder in verschiedenen Dateien verwaltet bestehen kann. Und das ist aber das, was im Endeffekt ein Konfigurationsmodul in dem Sinne ist. Das heißt, wenn ich jetzt mit Ansible aus der Community irgendwas haben möchte, um mein Apache zu verwalten oder mein NTP. NTP ist das einfachste, aber eigentlich meistens unspektakulär.
Dann hole ich mir eine Role, damit ich das Ganze nicht selber schreiben muss. Ich habe zu dieser Role in der Regel dann eine Dokumentation, wo drin steht, wenn du das und das anders konfigurieren willst, so heißt der Parameter, dann kannst du da reinschreiben, was du willst. Das Gleiche gibt es bei Salt, was im Prinzip da fertige Formulas heißt. Das heißt, das ist quasi schon so wie eine Zauberformel oder irgendwas, wie man es zusammenmischt. Man muss nur noch Parameter reinwerfen. Bei Puppet heißt das Ganze Modules. Das, was ich aber am Ende ausführe, sind dann meistens irgendwie ein Zusammenschluss von vielen Roles. Bei Ansible fasst man das typischerweise in einem Playbook zusammen. Bei Salt und Puppet ist man dann in dem Fall jetzt bei Rollen, weil man in einer Rolle dann zuweist, das ist die klassische Ausstattung für einen Webserver. Und in dem Webserver wird eben Apache aufgerufen, aber unter Umständen auch noch andere Konfigurationen erledigt. In Puppet kann man dann die Rollen und noch in Profile unterteilen und das Ganze noch ein bisschen aufspalten. Und dann ganz am Ende braucht man irgendwo die Stelle, wo Parameter gespeichert sind. Bei Ansible ist das ein Inventory. In diesem Inventory steht einmal drin, was habe ich eigentlich alles für Hosts, wie heißen die, welche IP-Adresse haben die und in welche Gruppe gehören sie unter Umständen. Bei Salt habe ich im Endeffekt was, das sieht sehr ähnlich aus wie das Inventory, das Top-File. Da stehen auch drin, wie meine Hosts sind, in welche Gruppierung sie gehören. Im Inventory kann ich aber jetzt auch schon Parameter für auf Hostgruppenebene, auf Hostebene oder einfach für alle Hosts, die in diesem Inventar sind, setzen. Die sind in Salt wieder ausgelagert in einem Pillar oder in mehreren Pillars. Und bei Puppet hat man da quasi nochmal eine andere Struktur, die heißt Hiera. Das hat noch den Hintergrund, dass da noch eine gewisse Hierarchiestruktur ist, damit man das auf Gruppenebene definieren kann und dann nochmal überschreiben kann. Aber da komme ich im Detail nochmal später dazu. Jetzt erstmal grundlegend Ansible. Wer jetzt später Lust auf Ansible-spezifischere Sachen und Tipps und Tricks hat, der kann dann den Vortrag danach zu Ansible anhören. Bei mir geht es mehr um die Grundlagen, aber dafür eben verschiedene Tools. Ansible funktioniert im Endeffekt so, wir haben wieder diese Code-Seite, da sind mehrere Rollen. Wir haben die Parameter-Seite, das Inventory, da stehen drin, welche Hosts habe ich, in welchen Gruppen sind sie und habe Variablen, die von den Standardvariablen überschrieben, also die die Standardvariablen überschreiben. Und dann wird quasi auf jeden Host, der da drin steht, eine SSH-Verbindung aufgebaut und das Ganze ausgeführt, damit diese Hosts konfiguriert werden. Das hat den Vorteil, auf diesen Host selber muss überhaupt nichts laufen. Das Einzige, was ich brauche, ist, dass hier SSH-Keys hinterlegt sind, damit der Host, von dem Ansible ausgeführt wird, da auch tatsächlich drauf kann. Idealerweise auch mit den richtigen Nutzerrechten, damit er das ausführen kann. Wenn ich jetzt Ansible-Dinge konfigurieren will, gibt es das Ansible Galaxy, wo es schon sehr viele Roles gibt. Da kann jeder, der eine Role geschrieben hat, die hochladen. Das wird auch nicht großartig kontrolliert, was da drin steht und in welcher Qualität die sind. Das heißt, da gibt es erstmal sehr, sehr viele Roles aus der Community, die man aber wiederverwenden kann. Das heißt, man muss sich nicht jede Arbeit selber machen, sondern es reicht unter Umständen, wenn ich mich nur um diesen Teil kümmere und das unter Umständen schon von jemandem vorgefertigt kriege, wenn das schon jemand gemacht hat. Es gibt dazu auch eine Enterprise-Variante, die heißt Ansible Tower, ist aber für diesen Talk völlig uninteressant. Ich wollte es nur erwähnt haben. Jetzt kommen wir zu einem NTP-Beispiel. Nachdem ich vorhin schon gesagt habe, ist es sehr unspektakulär, es ist trotzdem irgendwie das einfachste Beispiel, was einem einfällt, wenn man irgendwas vorzeigen möchte. Das heißt, wir haben hier Tasks und diese Tasks rufen jetzt das auf, was Modules heißt. Das heißt, es gibt ein Package-Module. Das Package-Module installiert ein Paket. Und dabei ist es auch so schlau, dass es anhand des Hosts unterscheidet, ist das jetzt ein Debian-Host, dann nehme ich apt, ist das ein rel, nehme ich yum, ist das vielleicht ein slash, nehme ich zipper. Unter Umständen geht das Ganze auch für Windows, aber da weiß ich nicht, wie die Schreibweise ist, weil mit Linux beschäftige ich mich eigentlich nie. Mit Windows. Mit Linux eigentlich den ganzen Tag. Dann gibt es hier state present. state present heißt, das Ganze soll installiert sein. Ich kann natürlich auch andere States angeben, zum Beispiel absent. Das heißt, wenn dieses Paket installiert ist, sobald das drüber läuft, wird es gelöscht. Dann haben wir ein anderes Modul, Template. Das heißt, ich habe auf meinem Ansible-Host irgendwo eine Source.
Da habe ich ein Template, das ist in dem Fall in Ginger geschrieben. Und das Ganze soll nach etc/ntp-conf rübergeschoben werden. Darin werden unter Umständen wieder Variablen verwendet. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel so einen Ausschnitt, da habe ich irgendwo eine Vorschleife. Alle, die in dem Parameter ntp-servers definiert sind, werden durchiteriert und hier als Server und dann entsprechendes Servername eingetragen. Das heißt, ich habe irgendwo ein Template, das hat viele Parameter drin. Ich schiebe dieses Template rüber und ich habe in meinem Inventory-File diese Parameter definiert. Oder es gibt schon Standardparameter, die vordefiniert sind, weil es einfach die Standardwerte sind. Und das Ganze erstellt mir am Ende meine Konfiguration. Am Ende möchte ich vielleicht noch gucken, dass der Service auch tatsächlich läuft. Und ich möchte vielleicht den Service auch enablen, damit nach einem Reboot der Service wieder läuft. Und habe damit quasi schon so die Grundlagen definiert. Alle diese Module haben natürlich noch sehr viel mehr Optionen. Es gibt immer Optionen, die sind notwendig. Zum Beispiel bei einem Paket muss ich immer angeben, welches Paket möchte ich denn installieren. Aber es gibt Sachen, die sind natürlich optional. Welche das sind, das entnimmt man am schlauesten der Doku. Aber zum Beispiel bei so Templates ist es häufig so, dass man vielleicht noch festlegen möchte, wer ist denn der Owner von dieser Konfiguration? Welche Gruppe? Welche Zugriffsrechte sollen darauf bestehen? Lauter solche Sachen. Dann hat man jetzt im einfachsten Fall irgendwo so ein Inventory. Im einfachsten Fall fängt das an. Ich habe einfach alles nenne ich jetzt mal Base. Dann habe ich hier eine Hosts-Liste und da liste ich jetzt alle Hosts auf, die ich irgendwie verwenden möchte. Dann habe ich VARs, da sind meine Variablen. Das heißt, ich habe hier NTP-Server. Ich trage hier meine NTP-Server einfach in einer Liste ein. Unter Umständen habe ich aber jetzt noch irgendwelche Untergruppen. Die sind in dem Beispiel bisher nicht vorgekommen. Aber ich habe vielleicht hier noch mal eine Untergruppe, die heißt Webserver und da ist noch ein anderer Host drin. Dann kann ich in meinem Code auch sagen, das, was jetzt in dem nächsten Schritt ist, soll nur auf die Gruppe Webserver ausgeführt werden. Oder auf der Gruppe Webserver sind irgendwelche Variablen anders definiert. Tatsächlich ist es aber, wie ihr seht, sehr einfach auch zu verstehen, was denn so ein Ansible Playbook oder eine Role tatsächlich tut. Das hat den Vorteil, man spart sich unter Umständen Großteil der Dokumentation, weil man hat irgendwo zentral gesammelt, was sind meine Parameter. Ich habe irgendwo zentral gespeichert, welche Rollen und Profile oder sonst was verwende ich und habe zu diesen Rollen auch wiederum eine Dokumentation, wie ich sie konfigurieren kann. Jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze bei Puppet aussieht. Puppet ist im Gegensatz zu Ansible Client-basiert. Das heißt, es gibt hier immer einen Puppet-Agent, der auf jedem Host installiert wird, der regelmäßig mit einem Master kommuniziert. Im Standardfall ist das alle 30 Minuten, meldet sich ein Agent beim Master und sagt, hallo, ich bin so und so konfiguriert. Und der Master sagt, du sollst so und so konfiguriert sein. Der Client schaut, okay, das passt noch, hat sich nichts geändert, also mache ich nichts. Oder er sieht, ich muss an irgendeiner Konfiguration was ändern, weil die ist auf dem Master anders definiert, dann wird diese Änderung durchgeführt. Auch hier, da heißen sie Module und nicht mehr Rollen, gibt es sehr viele von der Community. Das heißt in dem Fall Puppet Forge, bei Ansible heißt es Galaxy. Und ich habe am Ende wieder irgendwo ein Master, wo ich in Rollen und Profile unterteilt unter Umständen meine Module verwalte. Vielleicht nehme ich auch direkt meine Module und spare mir das mit den Rollen und Profilen. Das ist immer so eine Geschmackssache und kommt ein bisschen darauf an, was ich damit alles anstelle und welche Ausmaße das Ganze annimmt. Und auf der anderen Seite habe ich meine Parameter und die sind eben in Hiera gespeichert. Hiera ist im Endeffekt von Hierarchie und hängt damit zusammen, dass ich irgendwo eine Hierarchie aufbaue, in der meine ganzen Parameter definiert sind. Das heißt, im Endeffekt baue ich mir eine Hierarchie, in dem Fall aus drei Stücken. Ich habe einmal eine Common-YAML, ich habe eine YAML basierend für jede Betriebssystemfamilie, das heißt Debian-basiert, RHEL-basiert, SUSE-basiert und ich habe quasi eine YAML für jeden Host selber, wenn ich es denn brauche. Dann kann ich in der Common-YAML jetzt meine Parameter definieren, die auf allen die Basiskonfiguration darstellt.
das funktioniert alles sehr gut, aber jetzt habe ich unter Umständen den Sonderfall, dass alle Debian-spezifischen Betriebssysteme, da heißt ein Paket einfach anders. Oder das klassische Beispiel, was man jetzt nicht unbedingt auf Servern ausrollt, oder wobei, je nachdem, wenn man da von Hand arbeitet, Vim. Vim heißt bei CentOS Vim-Enhanced und bei Debian Vim. Unter Umständen muss ich jetzt diesen Paketname, wenn mein Modul nicht schlau genug ist, was es in der Regel ist, aber anders definieren. Oder ich habe mein eigenes Paket, was da einen anderen Namen hat. Dann kann ich den Paketnamen in der Common-YAML für alle definieren und für ein bestimmtes Betriebssystem auf der Ebene nochmal überschreiben. Das heißt, es geht im Endeffekt von unten nach oben durch. Das ist die Basis. Und das kann quasi zusätzliche Parameter einführen oder darunterliegende Parameter überschreiben. Das kann ich auf der Ebene auch machen. Und ich kann natürlich noch viel mehr Ebenen einführen. Das heißt, ich kann das noch auf Domain-Ebene oder andere Ebenen, die ich mir selber ausdenke und in irgendeiner Form konfiguriere, einführen. Ich kann auf der anderen Seite für bestimmte Werte auch sagen, ich merge die. Das heißt, ich habe irgendwo Sachen, die in einem Hash gesammelt sind. Das heißt, ich habe mehrere Sachen definiert. Und in dem Teil kommt noch was dazu, was hier noch in der Basiskonfiguration fehlt, was da noch einfach mit reingehört. Dann kann ich das da natürlich auch zusammenführen, statt nur zu überschreiben. Dann kommen wir wieder zu dem klassischen Beispiel NTP. Im Endeffekt ist es genau das Gleiche, was es vorher tut, vorher getan hat bei Ansible. Ich habe auch hier eine Ressource, die heißt Package. Der übergebe ich einen Namen und ich sage wieder auf Ensure Latest. Ich kann auch nur auf Ensure Present setzen. Bei Latest wird er jedes Mal noch überprüfen, gibt es eine neuere Version. Wenn es eine neuere Version gibt, updaten. Das hier ist theoretisch das, was vorher einfach der Task-Name war. Hier kann ich auch Package-Name wieder angeben und dann auf NTP setzen. Wenn ich das nicht angebe, nimmt er per Default den Namen, den ich sozusagen hier mit angegeben habe. Das Gleiche ist für die File-Ressource. Ich sage auch, sie soll anwesend sein. Und der Inhalt soll aus einem Template, in dem Fall ein EPP-Template, verwendet werden. Und theoretisch würde ich jetzt hier noch einen Pfad angeben. Wenn ich das nicht angebe, wird das, was hier als Titel verwendet wird, genommen. Und am Ende habe ich wieder einen Service. Ich möchte, dass der enabled ist und ich möchte, dass er läuft. In diesem Template, da gibt es bei Puppet, dadurch, dass es Ruby-basiert ist, gibt es einmal EPP als Format und ERB. Also da ist das Ganze mehr Ruby-Syntax. Und in dem Fall gehe ich hier wieder meine Variable vom NTP-Modul, das ich hier im Endeffekt geschaffen habe. In einem fertigen Modul gehört hier noch geschweifte Klammern dazu und oben drüber eine Definition, die Class heißt NTP. Und auch hier gehe ich wieder über diese Serverliste durch und baue einen Server ein mit diesem entsprechenden Namen. Um das Ganze zu konfigurieren, habe ich jetzt einen Jira-File. Im einfachsten Fall ist das meine Common-YAML. Es könnte auch eine Host-YAML sein, wenn ich das nur auf einem bestimmten Host habe. Und ich könnte das natürlich auch verteilen, weil ich es irgendwo überschreiben möchte. Ich kann meine Klassen zum Beispiel über Jira mit einbinden. Dann gebe ich hier eine Liste mit welche Module ich einbinden möchte, in dem Fall NTP. Und hier definiere ich wieder meine Server. Hier ist nochmal quasi das von der Jira. Das heißt, das ist jetzt, wenn das jetzt die Common-YAML wäre, könnte ich auf der Host-Ebene für meinen Server host32.example.com das NTP-Server auch völlig anders definieren. Das heißt, dann sieht die entsprechende YAML mit dem Hostnamen .YAML so aus, dass ich wieder NTP://servers aufrufe und dann definiere ich die Server, die der verwenden soll. Alle anderen Server verwenden das, was in der Common-YAML ist. Also das. Jetzt vergleichen wir das Ganze nochmal mit Salt. Im Grunde ist es wieder das Gleiche. Wir haben wieder Code und die Parameter und wir haben die Hosts. Bei Salt ist aber der Unterschied, es gibt sowohl eine Client-basierte Variante als auch eine SSH-basierte Variante. Das heißt, man kann sich aussuchen, wie rum man es haben möchte. Man kann das Ganze clientbasiert
ausführen, ähnlich wie Puppet. Man kann das SSH-basiert ausführen, dann funktioniert das Ganze genauso wie Ansible. Der andere große Vorteil gegenüber Puppet und Ansible ist das Reactor-System, das heißt mit eventbasierten Auslösern. Dabei kann ich mir irgendwelche Monitoring-Größen definieren, zum Beispiel, wie hoch ist meine RAM-Auslastung, wie voll ist meine Festplatte. Und ab dem Zeitpunkt, wo es einen bestimmten Schwellenwert überschreitet oder unterschreitet, den ich definiere, kann ich sagen, wenn das passiert, dann löse dieses Modul aus mit den Parametern. Das macht es einfach, wenn man in irgendeiner Form einen automatischen Reaktionsmechanismus auf solche Events haben möchte. Ich kann natürlich, ähnlich wie bei Puppet, auch periodische Durchläufe machen. Das heißt, ich kann, wenn ich das Ganze clientbasiert betreibe, auch sagen, in dem Fall heißen sie Minions, alle halbe Stunde meldet euch. Ich kann das tatsächlich auch in dem Fall wieder auf Hostgruppenebene noch unterteilen und sagen, alle Webserver sollen sich alle halbe Stunde melden, alle anderen reicht es, wenn ihr es einmal am Tag macht. Dann der andere Unterschied ist jetzt eben bei dem Parameterteil, der jetzt hier in ein Top-SLS und Pillars unterteilt ist. Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit für Community-Formulas, heißt es in dem Fall. Da ist aber bei Salt der große Nachteil, dass die eine ziemlich kleine Community haben und diese Community-Formulas in einem sehr übersichtlichen Bereich rangieren. Wie das Ganze jetzt aussieht, es ist wieder das gleiche Beispiel und ich habe da oben drüber den Titel nicht richtig angepasst, aber das ignorieren wir jetzt. In dem Fall haben wir hier das Modul Package und das Package-Modul hat nochmal unterteilte Module, in dem Fall Package Installed und dann übergebe ich den Namen. Das gleiche gibt es hier wieder mit File und dann gibt es File Managed. Es gibt auch File Unmanaged. File Unmanaged könnte ich eine Datei rüber kopieren. Wenn sie vorhanden ist, wird sie aber nicht mehr kontrolliert, ob der Inhalt stimmt. In Managed wird auch bei jedem Durchlauf verglichen, ob dieses Template von dem Inhalt dem entspricht, wie es konfiguriert sein soll. Und es gibt den Service, der funktioniert wieder genauso. Ich möchte, dass er running ist und ich möchte, dass er enabled ist. Ich habe irgendwo mein Jinja-Template, das heißt ntp-client.conf und auch hier fragt er bei den Pillars ab, suche die Pillars, die ntp-servers heißen und füge die hier ein und eigentlich sollte hier ntp-servers und nicht das da drin stehen. Irgendwo ist da was falsch in dieser Version. Genau, am Ende sieht ein Pillar-File so aus, dass ich irgendwo definiere NTP-Servers und habe dann ein Array, wo meine ganzen NTP-Server drinstehen. Auf der anderen Seite habe ich diese Top-SLS. Da habe ich wieder meine Base-Gruppe und alle in dieser Base-Gruppe sollen NTP kriegen. Dann habe ich meine Web-Server-Gruppe und alle, die da drin sind, sollen HTTPD kriegen. Das heißt, hier habe ich sehr große Ähnlichkeit zu Ansible. Das ist aber ausgelagert, das, was bei Ansible noch mit drin ist und unter VARs fällt, ist in dem Fall in zwei Files aufgeteilt. Wobei ich diese Pillars wiederum ähnlich wie bei Hira noch nach Hierarchien unterteilen kann. So, jetzt vergleichen wir diese Module. Das, was tatsächlich aktuell auch immer wieder ein Thema ist, sind Ad-Hoc-Befehle. Das heißt, ich möchte nicht einen Run ausführen, indem ich die ganze Konfiguration durchmache, weil das kann unter Umständen ziemlich viel sein, sondern eventuell will ich nur feststellen, dieser Service, sei es NTP zum Beispiel, der soll auf jeden Fall laufen. Dann kann man solche Ad-Hoc-Commands benutzen und auf die vorhandenen Inventar-Files, Top-Files oder Hira-Geschichten sagen, alles, was diese Definition erfüllt, soll bitte überprüfen, dass der NTP-Service auch läuft. Und alle anderen Sachen werden ignoriert. Das hatte Salt, hat das, Ansible hat das. Puppet hatte das sehr lange nicht. Nachdem Ansible ziemlich stark geworden ist, hat Puppet das mit Puppet Bolt bzw. Puppet Tasks nachgeliefert. Der Unterschied zwischen Bolt und Tasks ist, das ist die Open-Source-Variante und Tasks ist die Enterprise-Variante. Geht aber im Endeffekt mit allen.
Dann hatte ich gesagt, es gibt quasi schon diese Community-Geschichten. Da hat man jetzt sehr unterschiedliche Zahlen, wobei man sich von diesen Zahlen nicht täuschen lassen darf. Das heißt, wenn man auf der PuppetForge nachguckt, steht da, es gibt aktuell ungefähr 5.800 Module. Wenn man bei Ansible Galaxy nachschaut, kommt man auf ungefähr 17.000 Rollen. Und bei Salt gibt es keine Webseite dafür, sondern nur einen GitHub-Account und der hat ungefähr 300 Formulas. Das sind sehr unterschiedliche Zahlen. Man sieht auch schon, Salt ist tatsächlich deutlich weniger als die anderen beiden. Bei der PuppetForge gibt es aber noch die Unterscheidung, dass alles, was über mehrere Jahre nicht gepflegt worden ist, fliegt irgendwann raus, vor allem wenn es nicht gefleckt ist, dass es mit den aktuellen Puppet-Versionen noch unterstützt ist. Das heißt, da wird ein bisschen aufgeräumt. Das andere ist, bei Puppet werden diese Module noch mit einem Quality Score belegt, die danach gehen, ob die Module nach Best Practice geschrieben sind. Das heißt, das ist Syntax-Lesbarkeit und ob die Dinge dokumentiert sind. Bei Ansible kann jeder was hochladen. Das heißt, das ist nicht unbedingt aufgeräumt und dementsprechend würde man von Haus aus erwarten, dass das höher ist als bei der PuppetForge. Auf der anderen Seite gibt es Ansible weniger lang als Puppet. Dementsprechend ist da so die Frage, wie weit man das tatsächlich vergleichen kann. Aber in dieser Anzahl von Modulen sollte für die ganze Basisausstattung, die man so im alltäglichen Gebrauch hat, die sonst sehr viele andere Leute auch benutzen, eigentlich immer irgendwo was zu finden sein. Wenn man jetzt sehr spezielle Sachen hat, gibt es die meistens nicht fertig, dann muss man die selber schreiben. Bei Salt gibt es jetzt 300 Formulas, wobei die auch so mäßig gut gepflegt werden. Das heißt, da klingt 300 jetzt erstens im Vergleich zu den anderen nach nicht so viel, aber wenn man die mal ausprobiert, sind das deutlich weniger von denen, die tatsächlich aktuell noch funktionieren. Deswegen würde ich behaupten, bei Salt, fast alles, was man macht, muss man selber schreiben. Die ganzen Geschichten sind natürlich schon überall in anderen Produkten zum Teil enthalten, was dazu führt, dass man an vielen Stellen dazu gezwungen wird, das in irgendeiner Form zu nutzen. Das heißt, wer bei Red Hat OpenShift selber installieren möchte, kommt um Ansible gar nicht drum rum. Der Installer existiert nur als Ansible Playbook. Da muss man sich zumindest mit den Grundlagen vertraut machen, wie man so ein Inventory-File schreibt, weil das die einzige Stelle ist, wo man diese Plattform überhaupt konfigurieren kann, bevor das Ganze auftaucht. Bei der SUSE Container as a Service Plattform, also quasi das SUSE Kubernetes Produkt, wird im Hintergrund Salt verwendet. Das ist aber so weit weggebaut, dass man sich mit Salt überhaupt nicht auseinandersetzen muss. Aber im Endeffekt jeder Server, der damit irgendwie versorgt wird, hat im Hintergrund Salt laufen. Dann hatten wir vorhin einen Forman Catello Vortrag. Der Forman Installer ist ersetzt. Irgendwo ist der Ton weg. Okay. Ist es noch an? Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Die magischen Hände, der Helfer. Beim Forman Installer, der basiert tatsächlich im Endeffekt auch auf Puppet. Der setzt keinen Master in dem Sinne auf, also tatsächlich ist im Forman fast immer irgendwo ein Puppet-Master enthalten, aber der Installer ist im Endeffekt auch zum großen Teil Puppet-Module, die auf sich selbst angewandt werden, also auf den aktuellen Server und damit das Ganze installieren. Das hat den Vorteil, dass wenn man so einen Forman aufsetzen möchte, kann man das theoretisch auch über einen Puppet-Master umkonfigurieren. Und auf der anderen Seite wird aber hier auch sehr viel mehr an anderen Sachen gebaut. Das heißt, zum Beispiel die Variante, die bei uns im Einsatz ist, gibt es Ansible-Installiermechanismen und auch Schnittstellen, um diesen Formen über Ansible zu steuern. Wenn man dann in den Formen oder Ocarina oder Satellite, welche Version auch immer man verwenden möchte, reinschaut und dann tatsächlich damit seine eigenen Server verwalten will, hat man da dann tatsächlich auch wieder alle drei zur Auswahl. Wie stark die ausgebaut sind, hängt jetzt auch wieder ein bisschen davon ab, welche Version man hat. Puppet ist da sehr stark integriert.
liegt einfach daran, dass es schon sehr lange am Markt ist. Das heißt, ich kann in einem Formen oder Ocarina oder Satellite meine ganze Puppet-Infrastruktur über diese Web-Oberfläche konfigurieren. Das heißt, ich kann auch meine Hira in gewisser Weise darüber abbilden und alle meine Parameter darüber definieren, solange die Puppet-Module entsprechend geschrieben sind. Die Ansible-Integration, an der wird gerade ganz stark gearbeitet. Klar, Formen ist im Endeffekt ein Projekt, wo sehr viele Red Hat-Entwickler drinstecken. Die wollen das im Satellite verwenden und die wollen natürlich ihr Ansible weiterverkaufen oder auch weiter verbreiten. Das heißt, da in den neueren Versionen ist die Ansible-Integration schon sehr viel besser und die wird auch immer weiter ausgebaut. Und Salt hat immer noch eine kleine Community. Das heißt, irgendwer hat mal was geschrieben, damit man solche Salt-States auf Servern ausführen kann. Aber konfigurieren kann man über die Oberfläche eigentlich gar nichts. Das heißt, es existiert, es ist aber sehr minimalistisch vorhanden. Da ist dann die Frage, wenn das mehr verwendet wird, gibt es vielleicht auch mehr Leute in der Community, die das Ganze ausbauen. Wo setzt man jetzt solche Tools ein? Das eine ist natürlich die Basiskonfiguration von der eigenen Infrastruktur. Das heißt, ich möchte meine Server konfigurieren. Ich möchte sicherstellen, dass spezielle Konfigurationen, die nur für meine Unternehmensinfrastruktur wichtig sind, umgesetzt sind, sei das Netzwerkeinstellungen oder das Ausrollen von allen Admin-Usern, die SSH-Keys für alle Admin-User ausrollen, damit die ihre Passwörter nicht merken müssen, oder auch das automatische Anbinden an irgendein Logging- oder Monitoring-System. Auf der anderen Seite hatte ich ja vorher schon gesagt, das Ganze wird inzwischen auch viel in den Installern verwendet. In den Installern ist das typischerweise aktuell fast immer Ansible und sehr wenig Puppet und sehr wenig SaltStack, aber auch da kommt es vor. Das ist immer die Frage, was es für Anwendungen sind und auch von wo sie kommen. Dadurch, dass Ansible momentan sehr in Mode ist, gibt es sehr viele Leute, die Installer in Ansible schreiben. Auf der anderen Seite kann man es auch zur Orchestrierung nutzen. Das heißt, wer sich jetzt keine OpenShift-Plattform hinstellen will, um zwei Container zu betreiben, kann unter Umständen seine Docker-Container auch mit Puppet oder eher Ansible ausrollen und damit verwalten. Das Ganze funktioniert auch sehr gut, solange das ein eher statisches System ist. Das heißt, wenn diese Container nicht skalieren müssen, nicht dynamisch geupdatet werden müssen, sondern es gibt ein paar vereinzelte Container, die müssen halt laufen. Dann kann ich das Ganze auch gut mit Ansible ausrollen und einfach auf einfachen Docker-Hosts machen und muss mir keine Gedanken darüber machen, wie ich ein Kubernetes aufsetze. Das Gleiche gilt für Anwendungen, wo ich viele Instanzen habe, die ich irgendwie parallel verwalten will. Dann habe ich eben ein großes Config-File, wo alle Instanzen drin definiert sind und ich kann die einmal ausrollen und kann sie dann einmal auch an bestimmten Stellen ändern, um das Ganze wieder anzupassen. Jetzt kommen wir zu der wichtigen Frage, welches Tool ist das Richtige? Und die ganz einfache Consultant-Antwort ist, kommt drauf an. Wenn man es ein bisschen spezifizieren muss, würde ich sagen, fast alles kann mit jedem Tool irgendwie umgesetzt werden. Dabei ist irgendwie auch wieder wichtig, weil es kommt ein bisschen drauf an, was man damit umsetzen will. Für bestimmte Sachen ist dann vielleicht doch das ein oder andere Tool besser geeignet. Aber auf was kommt es denn jetzt an? Ich möchte meine Server mit Basiskonfiguration ausrollen. Dann ist zum Beispiel ein Punkt, habe ich viele User auf diesem System, die tatsächlich auf dem System im Terminal unterwegs sind. Habe ich die? Also habe ich sie nicht, möchte ich zum Beispiel nur die Anfangskonfiguration setzen und danach ist mir egal, ob diese Konfiguration mal geändert wird oder nicht. Wenn ich nur die Anfangskonfiguration will, dann reicht mir irgendwas SSH-basiertes, einmal deployen und fertig, danach kümmere ich mich nicht mehr drum. Vielleicht möchte ich aber das Ganze auch pflegen, dann kann ich das theoretisch mit allen irgendwie umsetzen. Jetzt habe ich aber viele User auf dem System und diese User probieren da viel aus, das sind Entwickler oder Kunden, was auch immer. Die neigen dann dazu, diese Konfiguration mal anzupassen, um mal kurz was auszuprobieren und vergessen, das Ganze dann wieder zurückzustellen. Oder sie zerschießen das Ganze. Das ist die Frage, dürfen die das? Wenn sie es dürfen, dann reicht es, wenn ich es einmal ausrolle.
Wenn sie es nicht dürfen, dann möchte ich vielleicht was Client-basiertes, was alle halbe Stunde überprüft, ist die Konfiguration so, wie sie sein soll. Wenn nicht, überschreibe ich sie wieder so, wie sie sein soll. Dann ärgert sich unter Umständen der Entwickler, weil er das gerade für Testsachen angepasst hat und eine Minute später ist es wieder überschrieben. Wenn er Glück hat, hat er 29 Minuten Zeit. Ist aber zum Beispiel ein Gesichtspunkt, anhand dessen man unterscheiden kann, was vielleicht ein bisschen besser geeignet ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze als Installer verwende oder zur Orchestrierung, ist die Frage, habe ich am Ende statische Konfigurationen, wo ich immer sicherstellen möchte, dass diese Konfiguration so bleibt? Dann nehme ich wieder was Client-basierte, das überprüft alle halbe Stunde, ist die Konfiguration noch so, wie sie sein soll. Will ich das nicht, zum Beispiel wie bei OpenShift, weil das OpenShift im Betrieb zum Teil Konfigurationen dynamisch anpasst, dann möchte ich nicht, dass da irgendwas alle halbe Stunde irgendwas wieder überschreibt und dann rolle ich das einmal aus und benutze das ganze Skript für den Installer erst dann wieder, wenn ich auch wirklich global an meinem Cluster was ändern möchte, wenn ich ihn upgraden möchte oder irgendwie ihn wieder deinstallieren möchte. Jetzt ist zum Beispiel auch die Frage, ich habe noch kein Configuration Management Tool. Welches nehme ich denn jetzt, wenn ich damit anfangen möchte? Das ist die Frage, möchte ich damit Standardanwendungen verwalten? Ich glaube, da ist Nein und Ja vertauscht. Ich möchte Standardanwendungen verwalten? Ja, also ja, dann nehme ich Puppet oder Ansible, weil da gibt es schon viele Module, die schon fertig sind. Oder nein, ich möchte keine Standardanwendung verwalten. Dann ist noch die Unterscheidung, möchte ich zum Beispiel dieses Reactor von Salt verwenden? Ich muss sowieso alle Module selber schreiben, weil es ist nicht der Standard, das gibt es nirgendwo. Will ich diesen Trigger von Salt verwenden, auf diese Events zu reagieren? Ja, dann Salt. Nein, dann ist egal. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze am Ende anschauen, so ein Config-Management-Tool erleichtert dem Sysadmin sehr viel die Arbeit, wenn man es richtig betreibt. Wenn man es nicht richtig betreibt, kann das ziemlich ärgerlich sein. Wenn man zum Beispiel eine Konfiguration hat, die falsch definiert ist, dann wird die zum Beispiel alle halbe Stunde wieder falsch definiert, auch wenn man sie gerade gezogen hat, wenn man es nicht an der richtigen Stelle gerade zieht. Im Endeffekt habe ich drei Tools vorgestellt. Das sind nicht alle, aber die, mit denen ich mich auskenne. Im Grunde sind sie sich sehr ähnlich an den meisten Stellen. An ein paar Stellen haben sie ein bisschen Unterschiede. Das heißt, das eine ist zum Beispiel besser geeignet für was, wo ich sicherstellen möchte, dass die Konfiguration so bleibt. Das andere ist besser, wenn ich irgendwas einmal deployen möchte und danach ist mir egal, was die anderen damit anstellen. Das heißt, ich kann auch nicht am Ende sagen, das Tool ist das Richtige, sondern es kommt ganz darauf an, was der Einsatzzweck von diesem Ganzen ist. Und damit bin ich tatsächlich mit meinem Vortrag schon am Ende. Aber es gibt sicher einen Haufen Fragen, die mir erzählen wollen, welches Tool Ihrer Meinung das Richtige ist. Da haben wir die erste Frage. Ich würde ganz gerne wissen, ob bei euch irgendwelche Skalierungseffekte auch zum Tragen kommen. Ist also zum Beispiel Puppet oder Ansible oder Salt, haben die mit Skalierung mit der Größe der Umgebung ein bisschen auch sauber bei Ansible? In meiner Erfahrung ist Ansible, die Größe der Umgebung wird, kann das auch schon mal dauern. Ja, das kann. Also die Frage war, ob es Skalierungsprobleme gibt mit Ansible, Puppet, weil je nachdem, wie groß die Infrastruktur ist, kann das mal dauern. Ja, das ist bei tatsächlich allen so, dass wenn man die ganze Infrastruktur irgendwie an einer Stelle zentral verwaltet und das sehr, sehr viele Server ist, dann kann das mal dauern. Bei Puppet muss man unter Umständen auch aufpassen, dass der Puppet Master entsprechend skaliert ist, dass wenn der 1000 Clients gleichzeitig anfragen, dass er die auch beantworten kann und nicht irgendwann sagt, das ist mir zu viel. Bei Ansible, der muss natürlich erstmal alle Hosts durchgehen und die SSH-Verbindung aufbauen, den Befehl rüber kopieren und solche Geschichten. Das heißt, das dauert immer lang, wenn das sehr große Umgebungen sind. Dann ist immer die Frage, ob man alles auch mit einem Tool auf einmal lösen möchte oder ob man das wieder stückelt. Zum Beispiel einmal ein Ansible Playbook für die Basiskonfiguration und nochmal ein anderes für irgendwie weitergehende Konfiguration, weil gerade bei Ansible hat man unter Umständen das Problem, dass so ein Inventory-File dann irgendwann auch unübersichtlich lang wird, wenn ich da sehr, sehr viele Server habe. Das Gleiche habe ich aber
Mit Puppet weniger tatsächlich, weil ich mit Puppet das über diese Hierarchiestruktur sehr gut abbilden kann. Das heißt, ich kann eine Basiskonfiguration machen, ich kann das über eine Gruppenkonfiguration machen. Und wenn ich jetzt einen einzelnen Host habe, aber ja, kann ich. Klar, aber ich muss trotzdem jeden Host in meinem Inventory-File auflisten. Und bei Puppet reicht es, wenn ich den am Master registriere und wenn der quasi kein eigenes File für seinen Host hat, dann nimmt er bloß alle unteren Hierarchiestufen. Wenn da quasi genügend drin definiert ist. Das ist auch immer so die Frage. Also grundsätzlich, Skalierungseffekte können irgendwie immer auftreten und treten aber typischerweise erst auf, wenn man bei sehr, sehr großen von mehreren hundert Servern ist. Das andere Problem ist, dass es bei sehr, sehr vielen Servern eher unübersichtlich wird, diese Parameter noch zu verwalten, würde ich jetzt sagen. Da ist noch eine Frage. Dann kann man sich einen Cronjob einrichten. Ja. Ja. Also die Frage war, wenn ich jetzt Ansible nutze und nicht Puppet nutze, ob ich dann nicht einfach einen Cronjob einrichten kann, um auch periodische Durchläufe zu haben. Das kann man genau damit umsetzen. Das ist völlig in Ordnung, aber es ist halt was, was nicht direkt im Programm definiert und vorgesehen ist, aber einen Cronjob kann man sich immer einstellen und man kann über diesen Cronjob auch wieder unterscheiden, möchte ich unter Umständen das eine Playbook alle halbe Stunde ausführen und das andere nur einmal am Tag. Geht natürlich auch, deswegen habe ich gesagt, alles ist irgendwie möglich. Ansible deckt das alles schon auch ab. Es ist bloß immer die Frage, welche Sachen von Haus aus schon irgendwie vorgefertigt mitgeliefert werden. Ich kann auch theoretisch bei meinem Puppet-Agent sagen, der Puppet-Agent, der Service, der im Hintergrund das regelmäßig durchlaufen lässt, den schalte ich aus und ich trigger das über irgendwelche anderen Geschichten, wann der Puppet tatsächlich läuft und ich lasse ihn nur einmal laufen, ganz am Anfang und danach nur bei Bedarf, wenn ich es tatsächlich auslösen will. Deswegen, es geht schon alles irgendwie. Es ist bloß das, was so von Haus aus und von der Gedanken, wie es eingeführt worden ist, dahinter ist. Und Ansible ist da generell eher so diese Deployment-Richtung. Einmal ausführen, im Zweifelsfall nochmal ausführen, um sicherzustellen, dass es immer noch so ist. Das kann ich auch regelmäßig machen. Und Puppet hat mehr so das, ich möchte eine Konfiguration erhalten im Hintergrund. Also weniger das einmal ausführen und danach kümmere ich mich nicht mehr drum, sondern das, was da definiert ist, möchte ich auch mit Puppet managen und dementsprechend sicherstellen, dass die Konfiguration immer so erhalten bleibt. Und klar, geht mit Ansible umzusetzen, ist immer die Frage, was man wie haben möchte und was im Vordergrund steht. Da hinten war noch mal eine Frage, oder? Nein, okay. Da? Also die Frage war, ob Puppet nicht von der ganzen Aufbaustruktur, dadurch, dass man viel auf den Clients ausführt, sehr viel besser skalieren müsste als Ansible. Ja, also im Endeffekt, was die Geschwindigkeit vom Ausrollen angeht, ja, da skaliert es besser, aber grundsätzlich ist es immer die Frage, wie schnell diese ganzen Sachen abgearbeitet werden. Das heißt, bei Ansible wird halt jede SSH-Verbindung nacheinander aufgemacht, der Befehl ausgeführt. Das heißt, es dauert sehr lange, bis das alles durch ist. Bei Puppet ist es einmal nachfragen und man kriegt wieder zurück, was konfiguriert sein muss. Wenn da aber 1000 Server gleichzeitig anfragen, dann braucht es unter Umständen auch eine Weile, bis das wieder zurückkommt. Oder je nachdem, was das alles ausführen muss und überprüfen muss, kann das dann auch wieder lange dauern. Kann mich da nicht festlegen, welches jetzt besser oder schlechter skaliert. Ich würde jetzt vermuten, Puppet skaliert besser, aber ich will da keine definitive Aussage treffen. Noch eine Frage. Da hinten. Ja, macht es nicht Sinn, vielleicht nicht nur ein Tool alleine einzusetzen, sondern vielleicht zwei Tools gleichzeitig? Ja. Also die Frage war, ob es nicht auch Sinn machen würde, zwei Tools gleichzeitig einzusetzen, statt nur auf ein Tool zu setzen. Ja. Kann Sinn machen, man muss nur klar definieren, wer für was zuständig ist.
Denn wenn beide Tools auf die gleiche Konfiguration gehen und die unterschiedlich definieren, wird Puppet nach einer halben Stunde wieder das überschreiben, was vielleicht Ansible umkonfiguriert hat. Wenn man aber zum Beispiel sagt, alle Basiskonfigurationen regle ich mit Puppet und das Ausrollen meiner Anwendung löse ich mit Ansible, spricht da überhaupt nichts dagegen. Man muss bloß klar definiert haben, wer was tut, damit die sich nicht in die Quere kommen. Und das ist das, wo man dann auf der anderen Seite auch nicht mehr hat, an einer zentralen Stelle ist die Konfiguration, sondern es sind dann zwei Stellen, wo irgendwelche Konfigurationen gesetzt werden. Wenn das klar trennbar ist, ist das durchaus ein möglicher Weg. Wird auch tatsächlich häufig so eingesetzt, weil historisch ist es so, dass irgendwann eine Abteilung sagt, wir brauchen Automatisierung und führt Puppet oder Ansible ein. Und dann kommt eine andere Abteilung, die gar nicht die Server verwaltet, sondern ihre Anwendung ausrollen möchte. Und die sagt, wir möchten das automatisiert haben. Das macht alles einfacher und führen genau das andere ein. Und am Ende ist es so, dass diese Abteilungen erstens nicht miteinander reden, wenn sie das einführen. Und zum anderen dann quasi erst Bescheid sagen, wir haben das jetzt eingeführt, wenn sie fertig sind. Und dann aber auch keiner von seiner Lösung abkommen möchte, weil sie unter Umständen da viel von ihrem Budget reingesteckt haben, um irgendwelche Consultants wie mich dafür zu bezahlen, dass sie das einführen. Und in der anderen Abteilung war ein anderer Consultant von einer anderen Firma da, der das auch eingerichtet hat, aber genau das andere Produkt. Und dann ist mal die Frage, ob man jetzt dass die Arbeit von der einen Abteilung einmal komplett über den Haufen werfen möchte oder ob man die beibehalten möchte. Da hinten ist noch eine Frage. Also es war mehr ein Kommentar als eine Frage, dass es bei zwei Abteilungen, die das gleiche Produkt einführen, tatsächlich zu mehr Konflikten kommt, als wenn sie unterschiedliche einführen. Weil zum Beispiel bei Puppet können die Clients natürlich nur gegen einen Puppet Master laufen. Das heißt, wenn die eine Abteilung, die fürs Basisbetriebssystem ihren Puppet Master aufstellt und das konfiguriert und die Anwendungsabteilung den Puppet Agent umkonfiguriert, um auf ihren Master zuzugreifen, dann funktioniert quasi die eine Seite nicht mehr. Oder sie lassen das irgendwie parallel laufen, aber dann wird es wahrscheinlich auch nochmal sehr hakelig. Da ist noch eine Frage. Also die Frage war, wie Salt. Kurz Beispiel vielleicht noch dazu. Ich habe eine Menge an Webservern und rolle eine neue Konfiguration für NGX oder was auch immer aus. Ich möchte das aber erstmal in einem separaten Environment testen. Okay, also die Frage war, wie geht Ansible bzw. SaltStack mit verschiedenen Environments um? Das heißt, wenn ich eine Produktions- und eine Test-Environment habe, die voneinander getrennt sind und ich möchte eine neue Konfiguration ausprobieren und ich möchte die natürlich nicht in Production testen, sondern typischerweise in der Testumgebung und nicht bei allen ausführen. Bei Puppet ist das sowieso schon so, dass die Hosts gewissen Environments zugewiesen werden. Im einfachsten Fall gibt es ein Production Environment, wo man eben diese Konfiguration hat und das Ganze auch nochmal auf Facts-Basis unterscheiden können. Das Gleiche gibt es bei SaltStack auch tatsächlich. Also da kann man die haben tatsächlich ihre Pillars, kann man auch nach Environments unterteilen. Die Top-File kann man auch nach Environments weiter unterteilen. Das heißt, alles, was in der Richtung bei Puppet schon drin ist, gibt es bei SaltStack im Endeffekt auch schon. Bei Ansible muss man sich halt unterschiedliche Host-Gruppen oder unterschiedliche Inventory-Files oder ähnliche Konstrukte bauen, dann kann man das damit schon auch umsetzen. Das heißt, es ist eine Frage der Organisation, würde ich jetzt sagen. Dann brauche ich die komplette Umgebung nochmal. Also zum Beispiel, ich habe DNS-Server, ich habe FTP-Server. Nee, also die Frage war, ob man eine komplette Umgebung nochmal braucht. Ich habe ja irgendwo ein Inventory-File. In diesem Inventory-File wird jeder Host aufgelistet. Die Production-Hosts werden anders heißen als die Test-Hosts. Also im einfachsten Fall sind das zwei Hosts, einer Test, einer Production. Das heißt, ich habe in meinem Inventory den Production-Host und den Test-Host und ich kann vorher schon natürlich eine Unterscheidung machen, Production oder Test, und kann dann mein Playbook zum Beispiel nur auf die Hostgruppe Production ausführen und deren Unterteilung oder nur auf die Hostgruppe Test. Oder wenn ich was habe, was auf beiden ausgeführt werden soll, weil ich möchte es nicht testen oder ich möchte es in
Produktion testen, was ja auch immer mal wieder vorkommt, dann kann ich es einfach auf alles auswählen. Noch eine Frage. Vielleicht eher ein Kommentar. Noch ein Kommentar. Ja, also der Kommentar war, dass hier bei einem Zuhörer aus der großen Menge tatsächlich Puppet und Ansible beides im Einsatz ist, wobei Puppet die Basiskonfiguration nutzt und Ansible von den Entwicklern viel genutzt wird, um Sachen auf mehreren Hosts gleichzeitig ausführen zu können. Kurz zusammengefasst. Noch eine Frage. Also die Frage war, ob es für unterschiedliche Admin-Gruppen mit unterschiedlichen Rechten auf den Servern Support gibt. Ist jetzt nicht direkt vorgesehen, aber bei Ansible auf der anderen Seite erstmal kein Problem. Die können ja quasi von unterschiedlichen Hosts auf die entsprechenden Accounts, also es muss ja nur der SSH-Key da sein. Das heißt, wenn jede Admin-Gruppe einen Account hat mit einem eigenen SSH-Key, können die natürlich auf diese Accounts zugreifen und ihre Sachen machen. Bei Puppet ist das nicht so. Da wird das quasi einmal zentral verwaltet und klassischerweise läuft Puppet auch unter Root-Rechten und nicht irgendwie User-Rechten mit sudo oder sonst was. Weil, also gibt es schon auch, aber das werden dann zum Teil sehr komplexe Gebilde. Das heißt, da würde ich jetzt sagen, ist bei Ansible besser irgendwie vorhanden oder bei SaltStack, zumindest in der SSH-Variante, als bei Puppet oder der Client-Variante von SaltStack. Da ist noch eine Frage. Also die Frage war, wie es mit dynamischen Inventory-Quellen aussieht. Und zwar war da der Erfahrungswert aus Ansible mit OpenStack. Habe ich tatsächlich keinen Erfahrungswert mit Ansible OpenStack. Aber dynamische Inventories gibt es mit Ansible als auch mit SaltStack. Bei Puppet kommt es ein bisschen drauf an, was man alles unter dynamisch versteht. Denn bei Puppet muss ja in irgendeiner Form erstmal ein Agent installiert werden und mit dem Master verbunden werden. Und den kann ich natürlich dynamisch installieren. Dann ist der Agent da und dann ist quasi die Frage, ob der Puppet automatisch alle Clients akzeptiert. Wenn man da alle automatisch akzeptiert, dann ist der auch direkt mit drin und dann werden alle effektbasierten Hierer-Geschichten auch direkt drauf angewendet. Es ist die Frage, ob das noch wirklich unter dynamisch fällt. Also, aber ansonsten kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. So, keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Und für alle, die Ansible Interesse haben, gibt es gleich noch einen Vortrag von meinem Kollegen Manuel. Und ansonsten, falls sonst noch mal Fragen kommen, findet man mich die nächsten Tage, also heute und morgen, vermutlich noch ab und zu an dem Formen-Community-Stand irgendwo da hinten. Gut, danke.